Kanzleramtsminister Helge Braun hat seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Das hat ein Sprecher der Landtagsfraktion in Hessen, der CDU in Hessen, soeben bestätigt. Braun stammt ja ursprünglich aus Hessen. Von diesem Landesverband kommt er. Daniel Franz ist im Deutschen Bundestag zugeschaltet. Daniel, also erstmal Hand aufs Herz. An Helge Braun hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, wenn es darum geht, die CDU zu erneuern, zu verjüngen. Was hat er sich dabei gedacht? Na, ich glaube, es geht da schon um die politische Ausrichtung, um den politischen Neuanfang, ja, und vielleicht auch um das politische Erbe von Angela Merkel. Zumindest ist ja das schon der Eindruck bei vielen in der Union, die sagen, ja, er ist natürlich ein enger Kompagnon von Angela Merkel und er wird auch versuchen, diesen Kurs der Mitte, den die Kanzlerin ja auch als CDU-Vorsitzende zuletzt immer wieder fortgesetzt hat, natürlich in irgendeiner Form auch zu beschreiten. Insofern unterscheidet er sich da inhaltlich durchaus von Friedrich Merz, der ja noch nicht offiziell seine Kandidatur verkündet hat, aber zumindest hat schon mal anklingen lassen, dass er es sich durchaus auch sehr gut vorstellen kann. Also da hätte man zumindest schon mal, oder hätten die Mitglieder dann ja eine Wahl zwischen zwei unterschiedlichen politischen Ausrichtungen. Vielleicht ist das ja die Überlegung von Helge Braun zu sagen, tja, da könnte er sich eben gut vorstellen, dass man als Alternative zu Friedrich Merz vielleicht dann doch ganz gute Chancen hat. Friedrich Merz, der ja im konservativen Lager sehr beliebt ist, aber eben auch ja, viele Ecken und Kanten hat, sage ich mal, und damit eben auch schon viele Parteifreunde vor den Kopf gestoßen hat, also nicht überall gut ankommt, an der Basis allerdings. Und die Basis ist ja diejenige, die am Ende des Tages darüber entscheiden soll. In einer Mitgliederbefragung wird ja der CDU-Vorsitzende dann gekürt und Stand jetzt wird ja mit drei Kandidaten gerechnet. Dann in der Union geht man auch davon aus, in der CDU, dass Norbert Röttgen eben auch seine Kandidatur noch bekannt geben wird. Jetzt muss man an der Stelle aber auch dazu sagen, dass Armin Laschet auch ein Kandidat war, der dafür stand, den Kurs von Angela Merkel fortzusetzen. Und der hat bekanntlich die letzte Bundestagswahl krachend verloren. Könnte sich das an der Basis, auch vielleicht bei der Jungen Union, nicht nachteilig auswirken, wenn Herr Braun dann mit den gleichen Konzepten ankommt? Na, ich denke schon, dass Helge Braun jetzt nicht unbedingt bei der Jungen Union seine Unterstützer finden wird. Aber natürlich als Kreisvorsitzender in Gießen hat er da natürlich viele Unterstützer in Hessen. Dort wird er ja dann auch nominiert werden. Am Freitag will er in einer Rede auch nochmal seine Beweggründe dann darlegen, weshalb er jetzt für den CDU-Vorsitz antreten will. Wird dann vom Kreisverband vorgeschlagen für diesen Posten. Das ist ja formal so vorgegeben, um dann überhaupt kandidieren zu können. Na, und er wird jetzt natürlich schon in den letzten Tagen, als es ja schon mal angeklungen ist, dass er möglicherweise nach dem CDU-Parteivorsitz greift, sich schon umgehört haben, wo sind eigentlich seine Unterstützer. Und wenn man sich anguckt, wer sind die anderen, eben wenn man jetzt von Friedrich Merz und Norbert Röttgen ausgeht, eben Männer aus Nordrhein-Westfalen, ja, dann hat er zumindest geografisch vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, da Unterstützer einzusammeln und eben auch ja in der politischen Ausrichtung, wie bereits angesprochen. Natürlich, du hast es gesagt, Armin Laschet ist mit seinem Kurs gescheitert, aber Helge Braun wird natürlich deutlich machen müssen, wie er sich da von Armin Laschet unterscheidet. Und ja, auf jeden Fall wird es hier ein spannendes inhaltliches Ringen um diesen CDU-Vorsitz jetzt geben. Allerdings muss man auch sagen, bei den Kandidaten, die immer wieder genannt werden, das sind überwiegend Männer oder bis jetzt ausschließlich Männer. Oder hat sich da mit Frau Prien eventuell auch eine Frau aus der Deckung gewagt? Also zumindest noch nicht offiziell. Bislang hat sie nur kundgetan, sie möchte auf jeden Fall für den Vizeposten antreten. Ob da noch mehr drin ist, das muss man sehen. Möglich ist es ja bis 17. November noch, sich für diesen CDU-Vorsitz zu bewerben. Man muss natürlich dann auch offiziell von einem Kreisverband nominiert werden. Aber das sollte eigentlich bei den jeweiligen Kandidaten das Problem nicht sein. Sie kriegen da sicherlich dann lokal dort, wo sie herkommen, sicherlich Unterstützung. Aber natürlich wäre es natürlich auch ein Signal nach außen, wenn die CDU eben nicht nur mit Männern antritt, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Aber man kann natürlich jetzt auch niemanden dazu zwingen, das ist auch klar. Und am Ende des Tages müssen aber erstmal alle offiziell ihren Hut in den Ring werfen. Und bislang hat das eben erst einer getan. Wir warten ja auch noch auf die beiden anderen. Ganz so sicher ist das ja eben auch noch nicht. In der Tat. Daniel, vielen Dank für diese Einordnung aus dem Bundestag. Dankeschön.